Banken Champions Group. Ein Familienbetrieb, der über 50 Jahre von verschiedenen Standorten in Ost- und Westeuropa aus in ganz Europa operiert. Pilze. Vor allem im Herbst findet man sie in allen Formen und Farben. Man findet sie unter Blättern auf dem Waldboden, an abgebrochenen Baumästen oder auf dem Stumpf eines vom Wind umgeknickten Baumes. Das ist kein Zufall. Pilze nähren sich von den Resten anderer Pflanzen. Die Pilze, die man sehen kann, sind die Früchte eines unterirdischen Netzwerks aus Pilzfäden, das den ganzen Sommer damit verbracht hat, den Abfall der Natur aufzuräumen. Wenn die Tage im Herbst kürzer werden und die Temperaturen sinken, geht das Myzelium, das Geflecht aus Pilzfäden im Boden, dazu über, Pilze zu produzieren. Unter dem Pilzhut der meisten Pilze finden sich die Sporen, aus denen im nächsten Sommer wieder ein ganzes Netzwerk an Pilzfäden, den sogenannten Hyphen, entstehen kann. In den Produktionsbetrieben von Banken ahmen wir diesen Zyklus nach. Genau wie in der Natur muss für einen guten Nährboden gesorgt werden, von dem aus der Champignonschimmel schließlich zum schmackhaften Champignon heranwachsen kann. Der Champignonschimmel nährt sich von toten Pflanzenresten. Wir setzen hauptsächlich Weizenstroh ein, das wir mit Kalk und einer Stickstoffquelle, in unserem Fall Pferdemist, mischen. Das vorgegärte Gemisch wird in einem geschlossenen Raum unter strengster Kontrolle pasteurisiert. Dieser Prozess ist notwendig, um auszuschließen, dass sich andere Schimmel oder Krankheitserreger im Nährboden befinden. Anschließend wird die Brut eingestreut. Das bedeutet, dass das Saatgut in den Nährboden gemischt wird. In der Praxis setzen wir sterilisiertes Getreide ein, das in speziellen Laboratorien so präpariert wurde, dass es Champignonschimmel enthält. Wenn der Nährboden mit den Hyphen der Champignons durchzogen ist, sprechen wir von durchwachsenem Kompost. Der durchwachsene Kompost wird daraufhin zum Züchter gebracht. Hier werden die Champignon- oder Kompostbeete mit dem durchwachsenen Kompost gefüllt und mit einer Erdschicht abgedeckt. Diese Deckerde besteht aus mehreren Torfarten und kann besonders viel Wasser aufnehmen. Für Wachstum und Qualität der Champignons ist diese Eigenschaft entscheidend. Während der ersten zwei Wochen beim Züchter wird der Prozess des Durchwachsens bei hoher Luftfeuchtigkeit und ungefähr 25 Grad fortgesetzt. Auch die anfänglich schwarze Deckerde wird allmählich mit flaumigen Pilzfäden bedeckt. Damit die flaumigen Pilzfäden auch Pilze formen, ahmen wir beim Züchter die Klimavoraussetzungen eines milden Herbstes nach. Die Lufttemperatur im Zuchtraum wird herabgesetzt, wodurch dem Schimmel signalisiert wird, dass er neue Sporen entwickeln muss, die den heranrückenden Winter überleben. Die flaumigen Hyphen ziehen sich zusammen und bilden schon innerhalb weniger Tage kleine Knospen. Aus diesen Knospen bilden sich die Champignons. Jetzt geht das Wachstum sehr schnell. Sie sprießen buchstäblich wie Pilze aus dem Boden. Alle Champignons werden mit der Hand geerntet. Zwischen Daumen und Zeigefinger werden sie vorsichtig aus der Deckerde gedreht. Danach wird ein Teil vom Champignonstiel entfernt, sodass ausschließlich saubere Champignons direkt in die Kisten gelegt werden können. Während der ersten Erntewoche werden jeden Tag nur die Champignons, die die richtige Größe erreicht haben, geerntet. Nach einigen Tagen Pause kann die zweite Erntewoche beginnen. Wenn die zweite Erntewoche verstrichen ist, wird der Zuchtraum für einige Stunden auf 70 Grad erhitzt. Anschließend wird der gebrauchte Nährboden aus dem Zuchtraum entfernt. Weil wir diese thermische Desinfektion anwenden, können wir sicher sein, dass die nächste Zucht, deren Beete im selben Raum gefüllt werden, keinen eventuellen Infektionen der vorigen Zucht ausgesetzt ist. Jetzt, wo der Zuchtraum wieder leer ist, kann die nächste Zucht beginnen. Die geernteten Champignons werden sofort in die Kisten gelegt und zur Verpackungsabteilung transportiert.
Alle Pilze werden maschinell in verschiedenen Verpackungslinien verpackt. Auf unterschiedlichen Transportbändern werden die richtigen Pilze und die kundenspezifischen Verpackungen herangeführt, um unter optimalen Umständen verpackt zu werden. Für lange Haltbarkeit und ausgezeichnete Qualität. Das Gewicht jeder einzelnen Verpackung wird während des Füllens automatisch kontrolliert. Zu leichte Verpackungen werden automatisch aussortiert und per Hand bis auf das richtige Gewicht nachgefüllt. Auch an dieser Stelle wird die Qualität noch einmal streng überprüft. Pilze, die nicht den Qualitätsansprüchen entsprechen, werden nicht verpackt und aus der Produktion genommen. Verpackt werden die Champignons unter anderem in den bekannten blauen Plastikverpackungen. In den Verpackungslinien werden sie mit Deckeln verschlossen und jede Verpackung etikettiert. Andere Produkte, wie diese Portobellos hier, werden automatisch in Folie verpackt und mit Etiketten versehen. Die Konsumentenverpackung ist jetzt einer Gewichts- und Qualitätskontrolle unterzogen worden, mit einem Haltbarkeitsdatum versehen und bereit für den Transport. Champignons sind nicht die einzigen leckeren Pilze. Es gibt noch viele andere schmackhafte Sorten. Wilde Pilze zum Beispiel, wie den Pfifferling. Aber auch gezüchtete Varianten wie Austernpilze, Shiitake und andere schmackhafte Pilze werden bei Banken-Champignons verpackt und geliefert. Einige Produkte werden nach Wunsch des Kunden zusammengestellt und bestehen aus Pilzen aus der ganzen Welt. Diese Produkte finden ihren Weg zum Konsumenten und den Foodservice-Betrieben. In einer speziellen High-Care-Abteilung stellen wir Pilzfertiggerichte her. Für das Frühstück beispielsweise, den Grill oder den Moment zwischendurch. Die Champignons werden mehrmals täglich zu den verschiedenen Distributionszentren transportiert. Von dort aus erhalten die Läden ihren Vorrat an verschiedenen Pilzsorten. Banken Champignons Group. Ein Familienbetrieb, der über 50 Jahre von verschiedenen Standorten in Ost- und Westeuropa aus in ganz Europa operiert.